Letzte Video habt ihr ja gesehen, habe ich den Lecars Bluetooth Dongle mit dem Radio verbinden können. Hatte den auch erstmal stecken lassen. Bin zur Arbeit gefahren, wie ich so um 22:45 ungefähr heim will. Elix System prüfen. Schöne Meldung. Ist sehr irritierend. Ich hatte dann aber auch keine Lust, da jetzt dann Zoe abschließen, wieder reingehen, Viertelstunde warten, rausgehen. Was auch merkwürdig war, die KZE-App war noch offen. Also wie das Radio kam, gucke ich rein, hatte da den Nachtmodus aktiviert in der App und dann war die offen. Und eingesetzt, System eingeschaltet, Elix-System prüfen. War etwas irritierend. Bin heimgefahren, ließ ich ja problemlos fahren und dann vorm Haus abgestellt. Hab dann die Püren, wie heißt sie, da die App, die jemand geschrieben hat, schnell vom Stick installiert. Hab ja durch die vielen Resets kamen noch Apps drauf jetzt. Die muss ich ja alle wieder installieren, weiß auch gar nicht, wie es im Radio weitergeht. Und habe ich ja jetzt durchgehangelt, das seht ihr jetzt alles im Video. Das Video geht so 20 Minuten, also mal wieder Sitzfleisch mitbringen, wird langweilig. Aber für den einen oder anderen sicherlich interessant. Man kann also jetzt mit dem Android-Radio mit Bordmitteln die Fehler auslesen und auch zurücksetzen. Finde ich eine feine Sache. Also viel Spaß beim Video, schlaf nicht dabei ein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das Ganze nochmal. Zeigt mir gar keine Fehler an. Okay, gucken wir ins ABS. Fehler, ist gut. Verständlich hinten rechts. Das war wohl die Geschichte mit dem Radio. Ja, 40.108 ist schon eine Weile zurück, das kommt hin. Kurzschluss an 12 Volt. Naja. Löschen ist hier, da hier, clear. Exekute. Accept. So, was haben wir hier noch? Als Pep. Das hatte laut KZE einige Fehler. Device Errors. Und Ladermodul mal wieder. Das Fahrzeug mit CAN Gateway, Aktivierung, bla. Accept. Sponsor. Zurück. Das EVC. Muss ordentlich was los sein, wenn es so lange dauert.
Hier weiß er was. Der macht schon irgendwas, ne? Tja, nur Wasser macht. Komm ich jetzt wieder raus? Nehmen wir halt mal, keine Ahnung, BMS. Kommunikation kann. Ich habe die Vermutung, dass der kann hier vom OBD-Dongel gestört wird. Oje, was da? Auftreten der Störung. Oh, das ist schon eine Ewigkeit her. Noch bei 39.000 Kilometer. Irgendwas da. Zusatzinformationen. Ja. Schauen, ob man es löschen kann. Clear.
Execute, accept, cancel, zurück, BCB. Ich kann die so jetzt zumachen, schläft es ein, vergisst sie wahrscheinlich die LX-Störung. Aber ich möchte schon ganz gerne wissen, was da jetzt wirklich Ursache war. Eingeschränkte Kommunikation mit Fahrzeug. Wann war das? Das ist auch schon ewig her. Der hier. Oh, der ist richtig jung. 40.485 und ich habe hier, was habe ich jetzt drauf? 40.553 vor 70 Kilometer, also es ist nicht heute passiert. Ladestation sparen nicht konsistent, ja. Machen wir ein Clear. Kann man auch immer wieder zurückgehen. Wo war ich jetzt hier? Oh, hier ein Rescan Errors. Gut, Autobahnbrett, UCH, Klimaanlage, Servolenkung hat nichts. Zwei im EVC und eine im PEP. Was sagt PEP? Das haben wir schon Ewigkeit drinstehen. Ondulator-Modul. 1.dev, also ein Defekt oder so. Muss ich meinen freundlichen mal drauf ansetzen. Lass uns mal erklären, was es ist. Gehen wir das ins EVC. Zwei Fehler. Device Errors. 12 Volt Batteriezustand. Okay. Das schreit jetzt ja immer wieder mal durch die Verbraucher, die hier mit zusätzlich dranhängen. OVMS und so weiter. 10,94 Volt. Das war aber schon kritisch. Löschen. Upp. So, da haben wir auch die Klimaanlage. Was ist mit ihr los? Bedieneinheit. Ja, das ist ja klar, das hat man schon ein paar Mal ab- und angesteckt. Dass er sich da ein bisschen dran stört, kann ich absolut nachvollziehen. Freispruch, euer Ehren.
steht immer noch drin. UCH, was willst du? Freigabe elektrische Fensterheber. Der Schalter hier. Kann sein, dass ich den Schalter beim Auslesen schließen muss. Ohne. Exekute. Akzepte. Cancel. Up. Ja, sonst sehe ich ja nichts. Ach nee, das hasse ich. Die VC hat immer noch zwei. Aber ich sehe hier nichts, was irgendwie jetzt kritisch wäre. Dass er hier. Oh, die Elektrostörung ist weg. Ups. Also irgendwo habe ich es erwischt, dass man was sieht. Da wird sie erscheinen. Unten ist die Birne aus. Das kommt gut, weil ich wollte Zoe eigentlich über Nacht laden. An den Macher des Programms, Daumen hoch. Das sind noch Leute, die mit dem Herzen dabei sind. Gut, beobachten. Ich lasse den Dongle trotzdem mal drin über Nacht und schaue, ob das Radio morgen dann wieder an ist, wenn ich rauskomme. Gute Nacht erstmal.